bei Mixit.blog. Ich bin die Maren und heute backen wir zusammen Blaubeer-Donuts. Und zwar in der neuen Donutform von Pampered Chef. Die gibt es jetzt ganz neu und das werden wir jetzt direkt mal ausprobieren. Als erstes werden wir den Backofen vorheizen und zwar auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und dann können wir gleich mit dem Teig starten. Und zwar nehme ich zum Süßen Datteln. Ich habe jetzt 70 Gramm entsteinte Datteln. Die gebe ich in meinen Thermomix und werde die als erstes einmal zerkleinern. Und zwar 8 Sekunden auf der Stufe 8. Jetzt gebe ich hinzu einmal Butter. Und zwar habe ich hier 60 Gramm Butter. Und dann gebe ich noch hinzu 2 Eier. Und das Ganze vermische ich jetzt etwa 40 Sekunden auf der Stufe 4. Nun rühre ich alles einmal nach unten. Ich gebe nun Mehl hinzu, und zwar 275 Gramm. Hier könntet ihr weißes Mehl nehmen oder helles Dinkelmehl, je nachdem, was ihr am liebsten habt. Und dann gebe ich noch hinzu 2 Teelöffel Backpulver. Und noch ein bisschen Vanille. Meine Vanille wird nicht aufgehen. Und zwar nehme ich jetzt hier auch ungefähr einen Teelöffel. Also halber bis einen Teelöffel. Dann kommt noch hinzu Milch oder ein Milch-Buttermilch-Gemisch. Ich habe jetzt hier Milch und Buttermilch, das heißt, ich habe jetzt 175 Gramm Milch genommen und 75 Gramm Buttermilch. Alternativ könntet ihr auch einfach 250 Gramm Milch nehmen. Das Ganze wird nun verrührt, 30 Sekunden auf der Stufe 4. Jetzt nehme ich meine Form und fette sie ein ganz bisschen ein. Ich nehme dazu Rapsöl, einfach neutrales Öl, das eigentlich keinen Geschmack groß abgibt. Vielleicht könnt ihr das auch schon sehen in meinem Video hier. Die Form ist extrem gut beschichtet, also ich merke das an dem Öl, das perlt sofort ab. Aber ich möchte einfach sicher gehen, dass die Donuts wirklich nicht ankleben. Vielleicht ist es nicht notwendig, das werden wir dann sehen. So, und dann stelle ich mir die hier heran. Jetzt nehme ich meinen Teig. Der ist jetzt, er ist nicht ganz flüssig, aber er ist auch nicht so, dass man ihn kneten könnte. Also ist eigentlich perfekt, um ihn jetzt in unsere Form zu gießen. Ich mache jetzt einfach, ich habe den Teig relativ großzügig einfach oben in die Form reingegossen. Und verteile jetzt den Teig einfach so, dass die Mitte nochmal frei ist und dass es dann auch schöne Kringel ergibt.
So, ich habe meinen Teig jetzt in die Form gefüllt. Alle Mitten habe ich frei gemacht und ich nehme jetzt, damit das Blaubeer-Donuts werden, habe ich jetzt noch Blaubeeren und lege sie überall in jede Form ein paar rein. Unsere Donuts sind bereit zum Backen. Die kommen jetzt in den Backofen und zwar 15 bis 20 Minuten. So, jetzt schauen wir mal nach, wie denn unsere Donuts aussehen. Jetzt sind 17 Minuten vergangen. Die Donuts sind köstlich aufgegangen, sie sind noch mega heiß. Ich lasse sie jetzt einfach mal 5 Minuten in der Form abkühlen. Sieht gut aus. Ja. Kleinen Moment. Unsere Donuts, die sind jetzt wunderbar leicht abgekühlt. Und jetzt schaue ich mal. Ach, sie gehen auch wunderbar aus dem Blech raus und sehen ganz toll aus. Ich probiere mal direkt ein. Ach, super aufgegangen der Teig, wunderbar porig und riechen ganz toll, duften gut. Sehr lecker, sehr fruchtig, wunderbar. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen hoch. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, dann erhaltet ihr jede Woche Donnerstag ein neues Koch- oder Backvideo. Also, bis nächste Woche. Und schaut mal, wie das Blech aussieht. Das sieht noch wieder recht sauber aus. Also nichts geklebt. Das ist wunderbar.